Das Gäubodenvolksfest steht unmittelbar vor der Tür und die Claudia und ich haben uns aber gedacht, in diesen Sommerkleidern können wir da nicht auf der Hage. Auf gar keinen Fall. Und deswegen lassen wir uns jetzt noch schnell die neuesten Dirndl-Trends geben. Aber uns interessiert natürlich nicht bloß, was gerade modern ist, sondern auch, was euch gefällt. Deswegen, deine Sorgen, machen wir uns jetzt auf den Weg. Ob klassisch, traditionell, schick, hochgeschlossen oder im Retro-Look. Tracht liegt aktuell voll im Trend und das nicht nur zur Gäubodenvolksfestzeit. Aber welches Dirndl ist in diesem Jahr eigentlich der absolute Renner? Genau das verrät uns die Expertin. Große Nachfrage freuen sich heuer die hochgeschlossenen Dirndl im Vintage- und Retro-Look, aber auch Dirndl im klassischen Ausschnitt mit Glitzer, Glamour und wo man wirklich auch noch Dekolleté zeigt, sind nach wie vor total modern. Dieses Dirndl würde ich eher dem Retro-Look zuschreiben. Man sieht es am Stoff, das ist ein fester Brokatstoff im Oberteil. Dann auch das Blümchenmuster ist im Vintage-Look. Dann oben mit dieser Brosche als Schließe, auch alles hier sehr zurückgenommen. Kleine, feine Knöpfchen. Die Farben im Retro-Look oder im Vintage-Stil, die sind eher auch gedeckt. Also man hat hier eher Moosgrün, Altrosé. An diesem Dirndl ist der Trend die ganze zurücknehmende Art, sage ich jetzt mal. Wir haben hier auch eine Gürtelschließe, dann ist hier am Dekolleté nicht viel Schnürung und Perlen und sonst was, sondern das ist wirklich sehr zurückhaltend. Von der Kragenform haben wir hier den klassischen Dirndl-Ausschnitt. Hier kann man entweder wirklich mit einer Spitzenbluse arbeiten, die schön ausgeschnitten ist, dass das Dekolleté hervorgehoben wird, oder man könnte hier auch eine hochgeschlossene Bluse drunter tragen. Aber welches Dirndl kommt nun eigentlich bei den Straubingern besser an? Hochgeschlossen oder doch eher der klassische Ausschnitt? Welches Dirndl gefällt Ihnen denn besser, so hochgeschlossenes oder so ein traditionelles? Das andere. Warum denn? Ja, das ist weiblicher. Hochgeschlossen. Warum? Klassischer. Warum gefällt Ihnen das Hochgeschlossene besser? Ja, weil das halt schöner ausschaut, also nicht so auf die ordinäre Art, so geht es einmal. Das ist schwierig, aber wahrscheinlich eher was Tiefes. Warum? Weil es einfach, das Dirndl ist das schönste Kleidungsstück für eine Frau und ich denke, tief ausgeschnitten ist deshalb besser. Ja, die Meinungen gingen also ganz klar auseinander, ob traditionelles, hochgeschlossenes Dirndl oder doch das klassische, ausgeschnittene. Aber insgesamt darf ich sagen, beide Dirndl sind zu Bokeh, oder? Auf jeden Fall und wir sind sehr zufrieden mit unserer Auswahl und jetzt bestens ausgestattet fürs Gäubodenvolksfest.